Und so begrüße ich euch nochmal zu diesem Gottesdienst. Im Namen Gottes, die schöpferische und gnadenreiche. Im Namen von Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Liebender Gott, du wendest dich immer wieder zu uns, siehst uns in allen Situationen unseres Lebens, wenn wir uns freuen, wenn wir traurig sind, wenn wir jubeln und wenn wir leiden. Sei nun hier, in dieser Zeit, an diesem Ort. Heiße jede und jeden willkommen in unserer je eigenen Situation, in dem Moment, in dem wir gerade leben. Lass uns ganz in deiner Gegenwart sein und lass unsere Gegenwart deine Zeit sein. Höre du alles, was wir bringen, an Gutem und an Schwerem. Und lass uns die Worte deiner Liebe und deiner Hinwendung zu uns hören und verstehen. Amen. An dieser Stelle, ihr wisst es, kommen wir zum Friedensgruß und man muss nur die Tageszeitungen aufmachen, um zu wissen, dass ich heute nicht viel dazu sagen muss. Wir erkennen alle, wie fragil dieses hohe Gut des Friedens sein kann. An Grenzen fahren wieder Panzer auf, in Gesellschaften zerstreiten sich Menschen, in manchen Staaten unterdrücken Polizisten Bürger, die einfach nur in Frieden leben wollen. Und umso wichtiger ist, dass wir uns immer daran erinnern und es uns gegenseitig zusagen. Wir hoffen, vertrauen und leben im Frieden Gottes. Der Friede Gottes, der größer ist als jede menschliche Vernunft oder Unvernunft, sei mit uns allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens geben. Das Evangelium wird uns heute gelesen von Renate. Schön, dass du da bist heute. Wir hören aus Lukas 13 die Verse 10 bis 17. Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte schon seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit, und legte die Hände auf sie. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöset werden? Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Amen. Gnadenreicher Gott, du schenkst uns dein Wort, du schenkst uns deine Zeit, deine Begleitung. Und so sind wir hier, um dein Wort zu hören, das uns dargebracht wird von unserem Prediger Axel. Lege deinen Geist auf ihn, dass er uns weise zu erzählen weiß, wovon ich überzeugt bin,
und lege deinen Geist in uns und in unser Herz, dass deine Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich darf noch nicht anfangen, sagt mir der Techniker hinter der Kamera. Für diejenigen, die noch nicht so oft hier waren oder zum ersten Mal hier sind, wir filmen nur die, die hier vorne stehen, einfach dafür, dass wir es dann in Zukunft auf YouTube zur Verfügung haben, weil manche doch nicht so oft herkommen können oder gern mal nochmal nachhören, ob er es wirklich gesagt hat, was er da gesagt hat. Und das könnte heute tatsächlich passieren, weil ich habe beim Lesen meiner Predigt gemerkt, ich muss unglaublich aufpassen. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich halte mich strikt an das Manuskript, das ich vor mir liegen habe, dann bleibe ich bei einer schönen theologischen Auslegung einer Geschichte im Neuen Testament. Wir sind auf der sicheren Seite, weil ich kann ganz viele schlaue theologische Sachen sagen und Bibelzitate zitieren und wir sind auf der sicheren Seite. Oder ich tue das, was ich eigentlich jetzt, glaube ich, gerne tun würde und begebe mich auf dünnes Eis. Weil diese Geschichte, die so aussieht, als wäre sie so ganz weit weg, ist eigentlich eine ziemlich aktuelle Geschichte. Weil sie geht letztendlich um Umgang miteinander und um die Frage, wie gehen wir miteinander um in Konflikt, in Trennung, wenn wir anderer Meinung sind als der, die je andere. Und da sind wir natürlich jetzt mittendrin in unserer Gesellschaft. Also wir haben diese Konflikte und ich benenne sie einfach mal, woran ich jetzt gerade denke. Wir haben diese Konflikte, wo es darum geht, dass die einen Regeln aufstellen, an die sich die anderen halten sollen und die einen sich daran halten wollen und die anderen sich daran nicht halten wollen und die anderen, die sich nicht daran können, halten. Und prompt haben wir eine Gemengelage, die richtig, richtig schwierig wird. Und wenn wir uns jetzt einfach nur die Regeln angucken, dann wird es unschön. Dann wird es richtig gefährlich. Natürlich gibt es Regeln. Natürlich gibt es Regeln. Und die sind auch wichtig. Und jetzt ist die Frage, A, wie gehen wir mit den Regeln um? Und B, und darum will ich reden, und ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, wie gehen wir miteinander um in all dem? Es ist natürlich viel einfacher, über die Regeln zu reden. Und ich muss jetzt sehr an mich halten, um nicht das andere Thema anzusprechen, das im Moment gerade da ist, aber das betrifft nicht meine Kirche, das betrifft die Gesellschaft, in der ich lebe, aber ich fühle mich im Moment nicht in der Lage, freundlich über Amtsträger einer Schwesterkirche zu reden. Also darüber werde ich heute nicht reden, aber das Thema wird kommen. Und vielleicht rede ich auch da darüber, wenn ich mir es gerade recht überlege, weil wie gehen wir mit dem je anderen um? Auch denjenigen, denen Unrecht getan worden ist. Ihr merkt, es ist gefährlich. Und es soll auch gefährlich sein, weil Jesus Geschichten, das, was uns Jesus erzählt und vormacht, ist gefährlich. Es soll gefährlich sein. Wenn es langweilig, einfach und überhaupt wäre, dann wäre Jesus längst vergessen. Es ist gefährlich. Was ist passiert? Ihr habt euch ja diese Geschichte gerade angehört. Jesus ist in einer Synagoge. Jesus ist da. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der damaligen Zeit. Jesus wandert durch die Gegend und am Sabbat, das ist die Zeit, das Wort Gottes zu hören, darüber nachzudenken, nicht zu arbeiten, sondern einfach Zeit zu haben, sich hinzusetzen,
die Texte zu lesen, die Texte sich vorlesen zu lassen, darüber zu diskutieren, einfach mal in Ruhe, Horn unter Lasser, und das machen, was schön ist, nämlich über Gott reden. Das ist das, was Jesus macht. Er geht also in diese Synagoge, guckt sich um und sieht eine Frau, die war krank. Spannende Krankheit. Heute würden wir sagen, die hat eine Wirbelsäulenverkrümmung, ein Morbus Bechterew oder irgend sowas. Also diese Verkrümmung, die jemand so in sich hinein verkrümmen lässt. Ich habe keine Ahnung, ob man die heute so ohne weiteres heilen könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Und es ist sicher eine schlimme Krankheit, die jemand da betrifft, der nicht mehr aufrecht stehen kann. In der damaligen Zeit war es ganz klar, was da der Grund ist. Ein böser Geist, der Satan selber, trug die Frau nieder. Also, die Leute haben einfach gesehen, was passiert. Kann gar nichts anderes sein. Wäre Steine aufgeladen von irgendjemand. Und die wird immer kleiner und immer runterdrückter. Und sie hat aber auch noch eine andere Dimension, diese Krankheit. Und diese Krankheit ist das, was diese Krankheit so schlimm macht. Diese Krankheit schließt die Frau letztendlich aus. Natürlich war ihre Familie da und die waren sicher alle nett zu der, aber wenn du nur noch durchs Dorf laufen kannst und deine eigenen Füße siehst, kannst du eigentlich nicht mehr teilnehmen am Leben. Wenn jeder Schritt weh tut, kannst du nicht mehr teilnehmen am Leben. Die Frau war faktisch ausgeschlossen vom Leben. Und sie war faktisch ausgeschlossen vom Gottesdienst, weil wie soll ich Gott loben und preisen, wenn ich bloß meine eigene Füße sehe? Also deswegen steht da im Text auch drin, Jesus heilt sie und das Erste, was sie tut, sie richtet sich auf und lobt Gott. Also merkt ihr einen Unterschied in der Haltung? Das war nicht möglich. 18 lange Jahre. Und sie hat wahrscheinlich probiert, was sie konnte. Und ich will gar nicht dran denken, welchen Quacksalbern sie alle in die Hände gefallen ist. Die alle versucht haben, ihr den Rücken wieder gerade zu biegen. Sie zurechtzubiegen. Und Jesus sagt, Jesus nimmt sie wahr. Das ist das Erste. Jesus nimmt sie wahr. Es ist keine von diesen Geschichten, wo jemand sich durchkämpfen muss zu Jesus hin, wie die andere Frau, die an Unterleibsbeschwerden gelitten hat, den Blutfluss hatte, wie man damals sagte, die Jesus heimlich berührt, sondern die Frau sitzt wahrscheinlich in irgendeiner Ecke in der Synagoge, wo man sie halt nachgesetzt hat, zusammengekrümmt, wie sie war. Und Jesus sieht sie und geht auf sie zu, es ist Sabbat, und heilt sie. Heilen war Arbeit. Heilen war Arbeit. Also diejenigen unter euch, die im Gesundheitssystem arbeiten, wissen, stimmt auch. Heilen ist richtig harte Arbeit. Also heutzutage in einem Krankenhaus arbeiten müssen, das ist richtig Knochenarbeit. Und genau das soll der Sabbat ja nicht sein. Zeit für Knochenarbeit, sondern soll Freizeit sein. Und jetzt kommt die nächste Geschichte. Da kommt dieser Aufseher in der Synagoge. Ein unsympathischer Mensch. Weil das Erste, was der macht, also alle anderen freuen sich, Jubel, Frau, gesund, 18 Jahre krank, alle preisen Gott. Und dieser schwäbische Hausmeister kommt und verdirbt ihnen die Schicht. Verstehst du? Also, kennt ihr nicht die Regeln? Im Paragraph sowieso, Absatz sowieso der Hausordnung. Merkt ihr was? Ich habe den Mann mit 3 Sätzen in eine Ecke gestellt, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Weil das steht eigentlich gar nicht in meiner Geschichte drin. Ja, natürlich, der Mann erinnert an die Regeln. Der Mann erinnert an die Regeln, die ganz klar sind. Ich zitiere jetzt trotzdem ein paar Bibelverse, einfach damit ihr wisst, ich kann es. 2. Mose 23, Vers 12. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber des 7. Tages sollst du feiern, auf dass dein Ochs und Esel ruhen und deine Magd und dein Sohn und der Fremdling sich erquicken. Das Gleiche steht in 5. Mose 5, Vers 12. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie ihn dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Und es steht 2 Verse weiter auch nochmal,
Ganz klar, alle sollen diesen Sabbat halten. Alle, dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und dein Ochs und dein Esel und all dein Vieh und der Fremdling, der in deinen Toren ist, sollen den Sabbat halten. Also die Regeln sind schon ziemlich klar. Also, kommt irgendwie nicht drum rum. Und Jesus kannte diese Schriften natürlich auch, aber zu Jesus kommen wir gleich. Ich würde gerne nochmal bei meinem Synagogenvorsteher bleiben. Dieser Synagogenvorsteher, der einfach sagt, das sind die Regeln. Also das ist die neue Durchführungsverordnung der neuesten Anweisung vom Ministerium, die sich wiederum auf die Ministerpräsidentenkonferenz bla und so weiter regeln will. Irgendeiner ist immer da, der die Regeln erklärt. Jetzt wird es spannend. Jetzt könnten wir diese Geschichte lesen und erzählen und wahrnehmen als eine Geschichte von Konflikt. Von unlösbarem Konflikt. Weil der eine will Regeln, der andere sagt, und ich heile trotzdem. Und wir finden natürlich Heilung ganz toll. Und weil Jesus halt unser Held ist, finden wir Jesus toll und den Synagogenvorsteller doof. Und so könnten wir jetzt auch unsere Welt angucken. Und ich gestehe es, also so gucke ich die Welt auch manchmal an. Als eine Welt voll Konflikt von du hältst dich nicht an die Regeln, aber ich halte mich an die Regeln und ich bin besser als du. Das ist so schnell passiert. Das ist genauso schnell passiert, wie wenn man diesen armen Synagogenvorsteller in diese schwäbische Hausmeister-Ecke stellt, der auf Kehrwoch besteht, weil Paragraph so und so viel, Absatz so und so viel von der Hausordnung. Ich würde euch diese Geschichte gerne nochmal anders erzählen. Würde ich sie euch gerne nochmal erzählen als eine Geschichte von Menschen, die es eigentlich gut meinen. Miteinander gut meinen. Und vielleicht schaffen wir es ja dann, diese Geschichte zu hören als ein Vorbild für unsere Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Jesus ging in eine Synagoge, es war Sabbat. Es war eine anstrengende Woche gewesen. Er hat predigt und geheilt und gelehrt und sich mit Pharisäern gestritten, theologische Streitgespräche geführt. Und er hat sich eigentlich auf einen schönen Sabbat gefreut. In einer kleinen Synagoge, wo man mal wieder sitzen kann und einfach die Lesung vom Tag hören kann. Und die Frau, die war den ganzen langen Weg die Straße runtergegangen vom Nachbarhaus vor der Synagoge, den ganzen langen Weg, also für die Frau war es ein langer Weg, bis in die Synagoge rein. Hat sich direkt neben die Tür gesetzt, weil weiter reinlaufen ging wirklich nicht, ihr Rücken hat jetzt schon wieder. Und sie wollte eigentlich auch bloß da sitzen, weil nach 18 Jahren hatte sie die Schnauze voll. Und der Synagogenvorsteher freute sich, dass Jesus da war. Wow, was für ein Kerl, der bei uns im Gottesdienst. Also, also stell dich vor, keine Ahnung, Desmond Tutu, seligen Angedenkens. Also Desmond Tutu würde noch leben und wäre in Stuttgart und dann sage ich, will im Gottesdienst Samstagabend, am Mittag mal gegangen zur MCC und da sitzt Desmond Tutu. Also so muss ich der Synagogenvorsteher erklären. Und jetzt geht diese ganze Heilerei los und dieser Synagogenvorsteher, der tatsächlich ein schwäbischer Hausmeister ist, guckt sich das eine Weile an und sie finden es alle ganz toll und er sagt, also muss das denn jetzt sein? Lasset den armen Mann doch einmal in Frieden. Also der arme Jesus, da hat er die ganze Woche geschafft wie ein Dackel und will bloß ein einziges Mal im Gottesdienst hocken. Und was macht ihr? Ja, also das ist wie wenn ich zum Desmond Tutu sage, schick, dass du da bist, das ist du Prediger. Der will bloß einmal im Gottesdienst drin hocken.
Die ganze Woche rennt er rum und die ganze Woche könnt ihr kommen und euch heilen lassen. Die ganze Woche könnt ihr kommen und ein Wunder verlangen. Jetzt lasst doch den Kerl euch mal in Ruhe. Lasst ihn dann doch wenigstens am Sabbat in Frieden in die Synagoge gehen und einmal verschnaufen. Jetzt war er doch so lang krank. Also Frau Meier, 18 Jahre. Hätte es nicht bis morgen auch noch gelangt. Also der wäre morgen auch noch da gewesen, hättest du da heilen lassen können. Immer, eine ganz andere Geschichte. Auf einmal ist er gar nicht mehr so schlimm. Und ich finde das eigentlich eine schöne Vorstellung. Ich finde das eine schöne Vorstellung. Natürlich fängt Jesus jetzt einen Streit an. Aber Jesus fängt nicht einen Streit an, weil er den Regeln gerecht werden will, sondern im Gegenteil. Er schaut sich die Regel an und sagt, was ist denn eigentlich wichtiger? Die Regel an sich oder die Menschen? Weil Jesus, der hat den Mensch gesehen, die Frau, die da Hilfe brauchte. Und findet in der Regel selber, das finde ich so spannend, die Erklärung dafür, dass er sagt, ich binde meinen Ochsen los. Also der Ochsen, ich muss dir vorstellen, das ist dieser Ochs, der im Kreis rumläuft und einen Mahlstein dreht die ganze Zeit oder vor dem Pflug steht. Ich binde den los, der darf den einen Tag frei sein und mache, was er will. Rumstande und Gras kaue. Der Esel, der jeden Tag Säcke voll Mehl tragen muss, der wird einmal befreit von seinen ganzen Säcken und vom Sattel und von der Satteldecke und von allem, was so Pferde halt drauf hin. Und darf einmal einfach auf der Weide standen und Sonne auf seinen Buckel brennen lassen. Genau das habe ich mit der Frau getan. Ihr diese Last, die sie niederdrückt, abgenommen. Und Jesus kann das tun, weil Jesus sich diesen Menschen angeguckt hat. Und wenn ich mir diese Geschichte so anschaue, dann wird aus einer Konfliktgeschichte, nämlich wer regelt die Regeln besser, eine Geschichte von, wie gehen wir miteinander um. Weil letztendlich haben sie beide recht. Jesus hat recht, dass er die Frau heilt. Die Frau hat recht übrigens, dass sie geheilt werden will und dass sie dann Gott preist. Aber Jesus hat recht und der Synagogevorsteher hat ja auch recht. Weil auch der schaut und sagt, diese Regel, die der Jesus da gerade gebrochen hat, die ist ja eigentlich dafür da, dass es euch gut geht. Weil was machen wir denn als nächstes, wenn keiner die Regel hält? Ja, na, hat die Krankenschwester gilt auch als Heiler. Also dann dürft ihr auch schaffen. Und also der Hausmeister und die Putzfrau im Krankenhaus, die brauchen wir auch zum Heilen, dann dürfen die auch schaffen am Sabbat. Aber dann brauchen wir auch jemanden in der Kirche, dann dürfen die auch schaffen am Sabbat. Und wenn wir schon dabei sind, Müllabfuhr muss ja dann den Müll abfuhren, dann dürfen die auch schaffen am Sabbat. Also das sind ganz spannende Diskussionen. Und man könnte sich vortrefflich streiten. Aber es geht doch eigentlich darum, den Menschen wahrzunehmen. Und das ist das, wo es bei beiden gut ist, weil sie beide versuchen, den Menschen wahrzunehmen. Der eine, indem er heilt, der andere, indem er sagt, euch ist ein Tag gegeben, an dem passt auf euch auf. Und vielleicht wäre das ein Ansatz für uns heute, dass wir das Gute im je anderen sehen und ihnen das Gute erzählen, anstatt in den Konflikt hineinzugehen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gerade funktionieren wird in unserer gegenwärtigen Corona-Regel, Nicht-Regeln. Ich habe keine Ahnung, wie die Regel eigentlich gerade ist und verstehe sie auch nicht und halte mich trotzdem dran, Situation. Ich kann es euch wahrscheinlich nicht durchbuchstabieren. Aber wäre es nicht schön, wenn wir in einer Welt leben, wo wir den anderen als den Menschen sehen und nicht den Regelbrecher oder den Regelbefolger?
Wäre es nicht schön, wenn wir den anderen sehen würden als jemand, dem wir was Gutes wünschen, Gutes sagen, Gutes tun, ihn segnen, anstatt ihn als den Regelbefolger oder den Regelbrecher sehen? Wäre das nicht ein Ansatz, diese Synagogengeschichte zu nehmen und zu fragen, wo ist was Gutes, das ich dir sagen kann? Und ich sage dir zuerst mal das Gute. Sei geheilt. Nimm dir diesen Tag. Pass auf dich auf. Sei da für andere. Sei solidarisch. Das Gute zu sagen, statt zu streiten. Ich glaube, ich wünsche mir eine Gemeinschaft, die nicht den Jesus als Regelbrecher sieht und meckert und den Synagogenvorsteller als schwäbischer Hausmeister, sondern beide sieht als jemand, die Gutes tun, eben auf ihre eigene, je andere Art. Und damit Gemeinschaft sehen statt Konflikt. Das ist nicht die Predigt, die ich vorbereitet hatte, weil theologisch kann man ganz viele tolle Sachen sagen und ich könnte euch noch mehr Bibelstellen nennen. Aber ich lasse es hier, weil ich einfach gerne hätte, dass ihr hinausgeht und beide seid. Der heilende Jesus für diese Welt, die Heilung braucht, damit sie Gott preisen kann, und der liebevolle Synagogenvorsteher, der merkt, hier wird jemand ausgebeutet. Und ich sage euch, das sind Regeln dagegen da, dass der ausgebeutet wird. Seid beides. Amen. An dieser Stelle kommen wir immer zur Kollekte. Wir machen das einfach, weil, wie ihr wisst, wir weder Kirchensteuern kriegen, wir verlangen noch nicht mal Mitgliedsbeiträge von unseren Mitgliedern, sondern wir finanzieren uns ausschließlich durch Freiwilligkeit. Deswegen sprechen wir das gerne hier in jedem Gottesdienst an. Ihr wisst es, da vorne steht ein brauner Krug für die Menschen, die uns übers Bankkonto was zukommen lassen wollen. Wir blenden das nach dem Gottesdienst wie immer ein. Guter Gott, und wir möchten dir an dieser Stelle danken für die ganzen Gaben, die wir bekommen. Finanzieller Art, dass wir Kerzen kaufen können, dass wir hier Gottesdienst feiern, dass wir Menschen haben, die Dienste in diesem Gottesdienst übernehmen und natürlich auch für Menschen, die einfach kommen und mit uns feiern wollen. Das sind alles große Geschenke, für die wir überaus dankbar sind. Und an dieser Stelle beten wir normalerweise nahtlos weiter in Dank und Bitte, das Fürbittengebet. Aber ich muss heute 2 Minuten ausholen. Weil das ist der Punkt, als Axel mich gefragt hat, ob ich die Leitung übernehmen will, habe ich gezögert, weil das ist der Punkt, vor dem ich heute so ein bisschen, ja, zögere einfach. Wir beten nach dem Fürbittengebet des Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das fällt mir irgendwie ziemlich schwer. Der Axel hat es am Anfang seiner Predigt kurz angedeutet. Als ich reingekommen bin, fiel mein Blick auf den Jahresspruch: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist ein Satz, der Hoffnung macht. Ich nehme alle an, kommt zu mir in meiner Liebe. Ich bin das Heil. Aber die Kirche war nicht immer das Heil. Und es ist völlig egal, welche Kirche hier angesprochen ist. Es trifft mich in meinem innersten Verständnis von dem, was wir diese Woche hören mussten. Insofern, Axel, deine Predigt ist schon, führt mich in ein ambivalentes Spannungsverhältnis, weil manchmal fällt es schwer, das Gute in Menschen zu sehen. Da sind Menschen, die haben sich berufen gefühlt, das Evangelium, die frohe Botschaft von Gottes Liebe und Heil zu predigen, und haben Menschen auf eine Weise verletzt, die kaum aussprechbar ist. Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene.
was soll ich da beten? Ich will es trotzdem versuchen. Heilender, gnädiger, barmherziger Gott. Angesichts der Dinge, die wir gehört haben, erwartbar und immer wieder erschütternd, bitten wir dich als allererstes, sei bei den Opfern. Lass sie nicht allein in ihrem Schmerz, in ihrer Wut, in ihrer Ohnmacht. Gib ihnen Mut und Stärke, um ihren Worten Ausdruck zu verleihen, Taten und Täter zu benennen. Und nimm die Scham von ihnen. Denn schämen müssen sich andere. Und deswegen muss ich auch für Täter beten. Tatsächlich. Sei bei den Tätern. Du musst ihre Seele öffnen und ihren Geist. Lass sie erkennen, was sie getan haben. Und welche unglaubliche Schuld sie sich begeben haben. Weil wie sollen sie sonst anders wirklich bereuen und büßen? Wie soll das anders sonst noch für die enden mit dem Abgrund, den sie geschaffen haben? Wir bitten dich für Menschen, die an unseren Grenzen lagern in diesem kalten Winter, die Schutz suchen und Hoffnung vor unglaublichen Zuständen in ihrer Heimat, ob es jetzt Unterdrückung ist oder Umweltzerstörung oder sowas, und die wir in unserem reichen Europa an unserer Grenze abweisen. Sei auch du bei ihnen und lass sie weiter hoffen und nicht verzagen. Wir bitten dich für unsere Kranken. Schenke auch ihnen Kraft und Zuversicht und lege du deinen Geist und deinen Segen auf sie. Und so lass uns nun tatsächlich beten, wie es Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir uns einladen lassen. Einladen lassen in eine Begegnung mit Gott. Es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen für jede und jeden von uns, aber hier und jetzt in diesem Gottesdienst feiern wir es als eine Einladung, dieses Mahl miteinander zu teilen, miteinander zu essen. Das ist für mich eine der Sachen, die mir am allermeisten fehlen in dieser ganzen Regelsituation, die ja eine gegenseitige Schutzreaktion ist, dass wir unsere Gemeindefeiern nicht mehr miteinander feiern können, dass wir nicht sagen können, da hinten ist jetzt nachher ein Tisch gedeckt mit Nudelsalat und gefüllte Eier und Schinkenröllchen und ich weiß nicht alle, also diese ganze leckere Sache und veganem Brotaufstrich auf Nussbrot oder sowas. Ah, es waren noch Zeiten. Es waren leckere Zeiten. Das fehlt. Was nicht fehlt, ist, dass Gott euch sieht, jede und jeden, in eurer Situation. Ich will was ausprobieren. Ich will heute in der Synagoge sein, in jener Synagoge, wo jemand saß, niedergedrückt, was sich nicht nach vorne hat begeben müssen, sondern da
da war und Jesus zu ihr kam. Ich will, dass ihr sitzen bleibt fürs Abendmahl. Ich komme zu euch mit dem, was Jesus euch bringt. Ich komme, nicht ich, Jesus kommt zu euch in Brot und der Form einer Traube, dieses Symbol für den Weinstock. Vielleicht will nicht jeder teilnehmen am Abendmahl, dann gebt mir ein kleines Signal. Das reicht so. Reicht. Jede darf so begegnen Gott, wie sie wollen, wie ihr wollt. Aber Gott kommt zu euch. Weil Gott ist schon bei euch. Guter Gott, sei du jetzt hier. Fülle du diesen Moment, an dem wir miteinander Abendmahl feiern, mit deiner Gegenwart. Sei du derjenige, Jesus Christus, der auf die Menschen zugeht. Sei du diejenige im Heiligen Geist, die uns erfüllt. Sei du Friedensfürst, Friedensschaffende. Sei du menschenverbindende Kraft. Sei du hier. Amen. Und so erinnern wir uns an jene Nacht, als der Tisch wirklich gedeckt war, Jesus zu den Seinen kam im Fest. Dann nahm er Brot vom Tisch. Er dankte Gott, er zerbrach's, gab jedem einen Teil davon, jeder, die da war. Nehmt, esst, sagte er. Das ist mein Leib, das bin ich selber für euch. Esst davon und so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er einen Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes, ein Zeichen fürs Fest. Er dankte wieder und gab ihnen diesen Kelch und sagte, trinkt alle draus, nehmt alle einen guten Schluck, heute feiern wir. Heute ist Zeit für Fröhlichkeit, denn ich bin bei euch, das bin ich. Für euch, trinkt daraus, so oft ihr es tut, denkt an mich. Guter Gott, segne du das, was wir tun können, im Schmecken, im Fühlen, im Aufeinanderzugehen, im Risiko eingehen, die Dinge anders zu tun, sich mal freudig nicht an die Regeln zu halten, einmal einfach das tun, was richtig ist, füreinander und dem anderen das geliebte Kind Gottes sehen. Segne du diesen Moment. So ist es ein Zeichen für das Fest und doch das ganze Fest, denn Gott ist bei euch. Amen. Und keiner, aber auch gar keiner ist vergessen. Guter Gott, dir sei Dank. Dir sei Dank für Missgeschicke. Dir sei Dank für Missgeschicke, denn sie erinnern uns daran,
dass es manchmal gefährlich ist, neue Wege zu gehen. Sei Dank für Missgeschicke, die wir miteinander lachend ausbügeln können, die einfach menschlich sind. Und dir sei Dank, dass bei manchen Stürzen nichts passiert. Amen. Warum fallen wir, damit wir uns wieder aufrichten können? Das ist einer der schönsten Sätze aus Batman. Lasst uns unter den Segen Gottes für die nächste Woche stellen. Es segne euch Gott, barmherzige Mutter und gnädiger Vater. Es segne euch Jesus Christus, unser Herr und Bruder. Und es segne euch der Heilige Geist, das göttliche Antlitz. Hebe sich auf euch und sei euch gnädig. Es leuchte über euch und schenke euch jederzeit Gemeinschaft, Heil und Frieden. Amen.